Jo, da sind wir nochmal zur Live-Sendung 21 Uhr. Alle, die noch da sind oder jetzt da sind, das ist jetzt der Abschluss sozusagen, die Abschlussrunde unserer zweiten Konferenz. Erwachte oder erwachende Weiblichkeit von männlich dominant zu weiblich entspannt. Und statt einer Podiumsrunde haben wir gesagt, machen wir einfach die Abschlussrunde jetzt ein Stündchen oder so, wie es einfach fließt, mit Kunst. Genau, jetzt schauen wir mal. Die Verbindung aus Brasilien ist gerade noch nicht da. Vielleicht ist wegen der Zeitverschiebung das ein bisschen später. Wir schauen jetzt einfach, wie es fließt, was jetzt da ist. Dann würde ich ein bisschen auf den Peter Engelhardt eingehen. Peter Engelhardt. Simona meldet sich. Jetzt kurz. Aha. Gut, dann später zum Peter. Später zum Peter. Aloha. Jetzt waren wir nicht sicher mit der Zeitverschiebung, ob wir da richtig gerechnet haben. Nee, das ist richtig. Ich musste nur hierher kommen. Das Ah. war ein Akt. Aber ich bin da. Ich Juhu. freue mich. Schön. Oh, Ich habe also, unser wo seid Video ihr gerade? ausgemacht, damit die Verbindung besser ist. Ist gut, ist gut. Ich Ja. freue mich riesig, hier zu sein. Hallo alle Hallo. zusammen. Juhu. Live aus Seid ihr schon voll Brasilien. am... Wie bitte? Live aus Brasilien. Ja! Hola, Brasil! Hola, Alemanha! Hallo, Deutschland! So, Ja. habt ihr einen langen Tag gehabt? Oh ja, von um eins an. Ich glaube, bei euch ist schon Abend, gell? Jetzt ist abends um 9, ja, genau. Okay, so Ja. ich bin schon, wir gehen schon Richtung Ende der Tage und ihr habt schon voll vom Sprechen, oder? Genau, deswegen haben wir jetzt, also wir haben viele, viele wunderschöne Begegnungen. Genug Gestänke so. Ja, und Wie jetzt, bitte? wir hatten schöne, viele Begegnungen, ist viel gesprochen worden, ganz schöne Inspirationen. Und jetzt Super. geht die Stunde, geht das Thema jetzt mit Kunst umzusetzen, genau. Ja. Okay. Kunst gib mir ein Klug, so, sag's mir was, wo seid ihr Ja, gerade? genau. Also es hat Nur, sich dass irgendwie, ich mich da anpasse. ja, genau. Es hat sich so gezeigt, wie in der ersten Konferenz und der zweiten nochmal ganz intensiv, dass es immer mehr darum geht, einfach das im Alltag zu leben, die erwachende Weiblichkeit, das ist das eine. Und das andere, Ja. immer mehr und mehr um das Gleichgewicht vom Männlichen und Weiblichen, dass keines besser und keines, ne, das ist einfach, dass dann Frieden Genau. und wenn es einfach die Waage, dass es darum geht, ich weiß nicht, für dir noch was einfällt, das ist so die Quintessenz von allen und jeder das nochmal aus seiner Sichtweise, seinen Erfahrungen, aber das ist so, worum es ging, ne? Ja, genau, Ja, dass es halt genau. viele Jahre im Ungleichgewicht war, ne? Und jetzt erstmal wichtig ist, dass die Weiblichkeit in allen Gebieten gelebt wird, aber letztendlich geht es doch um das Gleichgewicht männlich-weiblich, ja. Ja, dann habe ich eine ganz schöne Lied genommen, weil ich in der Kunst gelandet bin, in der Kunstfahrt davon. Ich habe ein Lied einmal mit einem Schaman in Deutschland, wann ich noch in Deutschland gelebt habe, und ich habe noch nie so, so schnell Worte bekommen, so wie bei in seiner Gegenwart. Und gleichzeitig habe ich richtig dieses wie sagt man das? Ja, das ist ein ganz schönes Lied. Ja? Und die spricht über Vater, Mutter und Kind. Und meine Erfahrung ist, meine weibliche und meine Männlichkeit war das, was ich bekommen habe vom außerhalb von mir, Vater, Mutter auf Erde.
Und dann bin ich das Kind Silvana, die immer noch ein Erwachsener ist, aber das Ich, gelernter Ich, geerbter Ich oder erfahrender auf dieser Erde Ich, ist das kleine Kind. Und das Weibliche in mir, das Göttliche Weibliche und Göttliche Männliche in mir sind meine echte Vater, Mutter, die mich dann in dieses Gleichgewicht bringt. Mhm. Dieses Lied ist ein Gebet. Mhm. Und dieses Gebet ruft dieses Weibliche und Männliche Anteil von mir, die ich dann als Mensch, als inkarnierter Mensch, als Information, ich rufe dann diese Anteile von mir, diese Weisheit, dieses göttliche Anteil von mir und bedanke es, dass es dann mich als komplett macht, dieses Gleichgewicht, die du da sprichst, dass es durch mich dann auf die Welt kommt. Ich fand das ein schönes Lied und wollte auch, ich habe lange das nicht gesungen, weil ich bereite nie vor. Dann dachte ich, warte Moment, meine Elektrizität ist weggekommen. Dachte ich, was soll ich dann mit euch, was kann ich da geben jetzt in diese Zusammenkommen? Und dann kommt dieses Lied und ich nehme das Risiko. ist okay. Ja, ist ein Risiko, aber ich gehe nicht dahin. Ich bleibe da mit dem Vertrauen, dass es das Richtige ist, weil das ist, was gekommen ist. Und ich lerne mehr und mehr, dass das Kind in mir ist mein Kopf, ist, was ich denke. Und was ich denke, es ist immer, was ich gelernt habe, was ich gelebt habe, es ist immer Vergangenheit. Und diese Verbindung zu meinen weiblichen und männlichen Anteilen, das Göttliche in mir, ist ganz still. Aber es weiß es genau, so ich vertraue es jetzt. Mhm. Okay. So, bist du soweit? Seid ihr jetzt soweit? Ja. Okay. Es ist so schön, mit euch zu sein. Ihr weiß nicht, wie sehr ich getan habe, um jetzt da mit euch zu sein. Schön. Ich finde mich riesig. Wir uns auch, total. Hey, Pachamama, hey, Pachatata, hey, Pachapaga, hey, Pachamama, hey, Pachatata, hey, Pachagaga, hey. Danke, Mutter Erde, für die Kraft, die du mir gibst. Danke, Vater Himmel, für den weißen Weg. Denn ich bin das Kind, die das Licht hier trägt. Hey, Pachamama, hey, Pachatata, hey, Pachagaga, hey. 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 Danke, Mutter Erde, für die Kraft, die du mir gibst. Danke, Vater Himmel, für den weißen Weg. Denn ich bin das Kind, die das Licht hier trägt. Hey, Pachamama, hey, Pachatata, hey, Pachagaga, hey, hey, Pachamama, hey, Pachatata, hey, Pachagaga, hey. Obrigado, Mãe Terra, pela força que tu me dás. Obrigado, Pai do Céu, pelo
caminho branco, pois sou o seu filho que traz a luz à terra. Hey, Pachamama, vamos lá! Hey, Pachamama, hey, Pachagata, hey, hey, hey. Hey, Pachamama, hey, Pachamama, hey, Pachagata, hey, hey, hey. Mãe Terra, pela força que tu me dás, obrigado, Pai do Céu, pelo caminho branco, pois sou o seu filho que traz a luz à terra. Pachamama, hey, Pachagata, hey, hey, Pachata, hey, Pachagata, hey, Pachagata, hey, hey, hey. Danke, Mutter, für die Kraft, die du mir gibst. Danke, Vater, Himmel, für den weißen Weg. Weil ich bin dein Kind, die das Licht hier drin. Puh, es hat geklappt, ja! Yeah. Ich finde das sehr schön, weil das Weibliche ist das Mutter Erde, ne? Und jetzt ist es Zeit wirklich, dass wir mehr in diese Richtung gehen, wo aufmerksam auf die Mutter Erde auch gehen und mit das Licht vom des Vater Himmel bewusst leben und bewusst eine Entscheidung treffen und empfangenvoll leben. Ich finde es sehr schön, dass der Moment ist das weibliche Moment, weil es bringt eine totale schöne Balance auf uns zu. Ne? Es dauert ein bisschen, dass wir wirklich vertrauen, dass wir das einfach empfangen können. Und, aber ich sehe das mehr und mehr. Und ich freue mich riesig. So schön. Entschuldigung? So schön mit dir. Konntest du das? Das war ein bisschen... So ein bisschen mit den Händen habe ich getanzt, aber ich tanze dann noch. Ja. Okay, und dann, ich singe für euch ein Lied, das ich sehr gern habe. Prem Baba ist der, der das bekommen hat. Und das ist, es sagt über diese Zeit, der Weibliche, der kommt und der spricht über, dass ich jetzt, das ist der Zeit. Das ist, wir können nicht mehr so tun, als ob wäre nicht der Zeit, diese Balance zu finden, ja, in uns und diese Balance auf die Erde zu bringen. Und der Ruf der Mutter, ne, der Divine Mother, der Heilige Mutter, ja, in alle Aspekten, ne, wie jeder von uns versteht, der Mein Divina, der Heilige Mutter. Und die sagt, ich will ein bewusster, ne, ein realisierter Mensch sein, ein aufgewacht, ne, wach, ein wach Mensch, ja, ein, ja, aufgewachten Mensch sein. Und er sagt, ich sterbe vor der Vergangenheit. Ich bin gerade dabei zu sterben auf der Vergangenheit. Und ich mache mir keine Sorge auf der Zukunft. Und meine goldene Krone ist es im Jetzt. Ne? Und ich schmecke den Nektar
auf der Tiefliebe, der tief Liebe in mir. So, das Lied ist wunderschön. Es ist auf Portugiesisch. Das habe ich ein bisschen so der Geschmack gegeben. Aber vielleicht werdet ihr das auch spüren. Wenn man nicht versteht, das Beste ist, lasst den Kopf los und spürt einfach. So ist es. Ja. Ich leg los. Ja. Ich liebe euch. Okay. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Vem chegando um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado que perante o seu poder que eu me entrego pra ser libertado. Estou morrendo para o passado e nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Estou morrendo para o passado, nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Chegando um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado que é perante o seu poder que eu me entrego pra ser libertado. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Eu não há desculpas para se escorar. Já foi dito, a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado e nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Hey, Ja. Ja, mitgetanzt, mit den Armen geschüttelt. Ja, oh, schön. Oh, so schön. Das ist so eine schöne Sprache auch. So. Und mit einer Kraft und einfach, ich liebe deine Stimme, dein Sein, deine Freude, dein. Oh, einfach herrlich. Es tut so gut, so ansteckend. Ja. Heute habe ich mit meinem Mann gesprochen. Und ich habe es ihm gesagt, wir haben so gesprochen und bemerkt, das ist sehr wichtig, dass wir auf das, was wir wirklich manifestieren wollen, fokussieren. Das ist Quantum. Wenn das, was ich meine Aufmerksamkeit reinbringe, ist das, was ich manifestiere. So, wenn wir, jemand will rein, aber ich werde es nicht lassen. Wenn wir eine bessere Welt, eine ausgeglichene Welt, eine liebevolle Welt, eine Welt, wo Essen und das Minimum zumindest für alle da ist, müssen wir auf das konzentrieren, als wäre es schon da, weil wenn wir auf die Probleme oder was nicht da ist, konzentriert, wir geben unbewusst Energie da rein,
So, nur eine Einladung, pass auf, wo deine Aufmerksamkeit ist. Fokussiert auf die Freude, auf die Liebe, auf das Schöne, auf das nicht positiv denken, nur fokussieren. Bringt deine Aufmerksamkeit da rein, weil dann sind wir kraftvoller im Quantensprung auf einen weiblichen, männlichen, göttlichen Aspekt, auf uns ganz erscheinen auf dieser Welt. Okay? Ja. Okay. Ja. Ich liebe euch. Ich freue mich riesig, dass ich da war. Ist das meine Zeit schon vorbei? Ich bin schon zu spät dran, gell? Das ist kein Problem. Ich habe schon mehr Zeit genommen, als ich habe. Geil, oder? Ja, alles gut. Danke für ja, die göttliche Weiblichkeit von Amerika. Von Amerika? Ja. Tschüss, danach müssen wir sprechen. Ich möchte Sendungen in Brasilien machen. Das wird schön. Ja, oh ja, gerne. Und wir binden Deutschland. Machen wir das. Jetzt, dass wir sehen, dass es klappt. Bist du noch da jetzt live oder bist du jetzt wieder weg gleich? Falls wir noch mal irgendwas zusammen... Ich bin in der nächsten... bis um 5 von hier bin ich da. Dann gehe also, ich. Genau, nein, ja, ich bin noch da. Okay, noch gut. Da. Dann geben wir noch mal ein Zeichen vielleicht. Gut. Okay, schön. Danke. Ich liebe euch. Oh, ciao. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja. Der Wolfgang ist jetzt da. Mhm. Ja, normalerweise wäre jetzt Guillaume dran, genau, mit Poesie. Weil Wolfgang hat gesagt, jetzt ist er da. Sollen wir es probieren? Guillaume, ist für dich okay noch, weil ich habe dann eh was vor, dass wir was zusammen machen, auch mit den Tönen und vielleicht mit dem Tanzen. Wäre es für euch okay, noch einen Moment zu warten? Es gibt heute viel Verzögerung, ne? Okay. Machen wir das einfach jetzt, ja? Ich schreibe das über Skype, weil bei denen gibt es Unterbrechungen. Ach so. Ah ja, kein Problem. Ach okay. Gut, danke euch. Okay.